von der SKG Hanau auf dem Wasser ist die 162, der Robin Stross. Mein Trainer sagt mir oft, dass ich aufpassen soll, nicht so viel Risiko fahren soll, schön auf meinen Schlag achten soll und ruhig bleiben soll. Wenn ich eine Passage verkackt habe, dass ich nicht mehr 100% mehr aus meinem Körper rausholen will, weil ich die Zeit wieder reinholen will, obwohl es eigentlich gar nicht möglich ist. Ich heiße Robin Stross, bin 14 Jahre alt, komme aus Hanau und betreibe Kanuslalom als Leistungssport. Ich betreibe Kanuslalom, seitdem ich geboren bin eigentlich. Ich bin sofort mit auf Wasser gekommen bei meinen Eltern ins Boot. Und mit so 4 bin ich das erste Mal allein ins Boot gestiegen, also seit so 10 Jahren. Ich kam zu dem Sport durch meine Eltern. Mein Papa hat das gut betrieben, meine Mutter ist gut gepaddelt, mein großer Bruder ist sehr, sehr gut gepaddelt und ich bin einfach reingeboren. Mein kleiner Bruder ist auch erfolgreich, aber ist halt noch bei den kleineren, also kann die ganz großen Sachen noch gar nicht mitfahren. In der Sportart Kanuslalom ist natürlich besonders, dass wir Natur haben, also immer andere Wasserstände, immer individuell reagieren müssen, weil die Strömung manchmal anders fließt und halt Kraft, Technik und psychische Stärke brauchen. Mein größter Erfolg für mich ist, bei den deutschen Schülermeisterschaften im ersten Jahr A Dritter geworden zu sein und im letzten Jahr B, also im zweiten Jahr B, deutscher Meister zu werden. Dieser Sport macht mir sehr viel Spaß, weil er sehr individuell ist und man viel rumkommt, viel von der Welt sieht. Aber richtig cool ist, wenn man im Sommer bei 40 Grad im kalten Wasser trainieren kann. Ich finde, ich richte meinen Tagesablauf schon stark nach meinem Sport aus. Also mein normaler Trainingstag sieht so aus. Ich gehe zur Schule, esse was zu Mittag, gehe dann ins Training oder mache davor Hausaufgaben noch und gehe dann eigentlich nach dem Training schlafen oder etwas zu Abend. Ich habe 5-mal auf dem Wasser Training, gehe 2 bis 3-mal die Woche laufen, habe einmal ungefähr die Woche Stabilisationstraining. Wir trainieren auch im Winter, auch bei Minusgraden, gehen in Hallen, gehen in Schwimmbäder, um die Eskimo-Rolle zu üben. Okay, pass! Ich verbringe sehr viel Zeit in Autos oder Vereinsbussen, weil wir ja wirklich auch wegfahren müssen. Wir fahren so alle 2 bis 3 Wochen auf Lehrgänge oder Wettkämpfe, wie zum Beispiel Augsburg. Und so größere Wettkämpfe sind meist im Ausland. Mein normaler Wettkampf sieht so aus, dass ich mich so 1,5 Stunden vor meinem Lauf warm fahre, mit so einer halben Stunde, dann 15 Minuten vor meinem Lauf auf Wasser gehe. Da ich C1 im Kajak fahre, fahre ich dann halt die eine Disziplin, meistens den ersten Lauf, dann meist eine halbe Stunde später die andere Disziplin und dann halt noch einen zweiten Lauf. Am Ende des Wettkampftages haben wir eine Siegerehrung, wo alle geehrt werden von 1 bis 3. Und Platz 1 in diesem Rennen bei den Jüngsten belegt der Robin Stross aus Hanau. Mein aktuelles Problem ist, dass wir an der Kinzig wohnen, keine Strömung haben und oft weit wegfahren müssen, um Windwasser zu haben. Negative Punkte der Sportart sind natürlich, dass man viel Auto fährt, dass ein sehr hohes Verletzungsrisiko besteht durch Schulterauskugeln und dass man halt sehr, sehr viel trainieren muss und das auch nicht mal gut für den Körper ist. Meine Vorbilder sind Tim Maxeiner, weil er aus Hessen kommt, Jiří Priskavič, weil der einen Fahrstil fährt, den ich auch sehr, sehr gerne fahre. Mein größter Traum ist, durch die Jugend-Junior-Nationalmannschaft zu kommen, dann in die A-Nationalmannschaft mit den Großen und natürlich dann Olympia, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft mitzufahren. Ich habe das Boot jetzt eingepackt, weil wir wegfahren nach Augsburg ins Trainingslager.